Ja, jetzt müssen wir uns mal in Ruhe den Platz anschauen. Wir haben es vorher schon gehört, uns wurde uns von mehreren Seiten gesagt und jetzt schauen wir uns das an. Da wir jetzt am Abend trainieren und vor 2 Tagen erst gespielt haben, wird das Training heute sowieso mit sehr wenig Intensität und sehr wenig taktischen Inhalten sein. Es ist, deshalb gewinnen wir aber für den Abendtermin noch mal ein paar Stunden Regeneration. Und die Flugzeit war so kurz, dass es jetzt die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben, weil dann können wir uns den Platz anschauen, wir können ein bisschen drauf trainieren und falls er nicht unseren Vorstellungen entspricht, können wir es auch alle verdauen, weil das wird sich dann bis morgen nicht mehr ändern. Dann müssen wir es runterschlucken, verdauen und akzeptieren, weil wir auf jeden Fall keine Entschuldigung suchen und auch keine wollen. Und wenn es nötig ist, werden wir natürlich unsere Spielweise dran anpassen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich das darstellt. Ja, das mit dem Platz habe ich jetzt auch schon gehört, dass der nicht so gut sein soll. Schauen wir gleich mal beim Training, wie der aussieht. Generell ist es immer natürlich schön, auf einem sehr guten Platz zu spielen. Trotzdem sollten wir auch in der Lage sein, auf einem nicht so guten Platz ein gutes Spiel zu machen.